Nun sagen Sie ja, der Klimawandel ist natürlich an sich ganz entsetzlich, aber noch viel schlimmer ist tatsächlich das Artensterben, noch viel gefährlicher. Warum? Wenn wir beim Klimawandel alles richtig machen würden, also es unter 2 Grad oder bei 1,5 Grad globaler Temperaturerwärmung belassen könnten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, würden wir trotzdem bei der Artenvielfalt erhebliche Verluste haben. Die Verluste der Artenvielfalt sind von unserer Landnutzung abhängig und nicht von der Klimaerwärmung. Das heißt, wir haben zwei Probleme und eigentlich haben wir hier einen Planeten, der multiples Organversagen hat. Das heißt? Wir müssen als Arzt nicht nur sozusagen die Herzinsuffizienz behandeln, also den Klimawandel, sondern wir müssen gleichzeitig auch auf Leber und Niere achten. Wenn eine Art einmal verschwunden ist, wird sie uns auch nie wieder begegnen. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere zu Hause sagt, so, nun reicht's aber. Wir sind jetzt wirklich überfordert. Wie sollen wir denn das jetzt noch handeln? Nun hängen die Probleme natürlich zusammen. Auch die Pandemie, die wir haben, ist eine Zoonose, also von Tieren auf den Menschen übergesprungene Infektionskrankheit. Wir leiden mit unseren Kinderkrankheiten ohnehin an all diesen ganzen Zoonosen. Die Kinderkrankheiten auch? Also Masern und Diphtherie und Röteln und viele andere dieser Krankheiten sind Krankheiten, die von Tieren auf den Menschen deswegen übertragen werden, weil wir eben in dieser großen Enge mit Tieren aufgewachsen sind in den letzten 10.000 Jahren. Das heißt, die Klimaerwärmung, die Pandemien und das Artensterben, der Artenschwund, sind Probleme, die sozusagen nur unterschiedliche Seiten derselben Medaille sind, nämlich unserer Übernutzung der Natur, unserer sehr einseitigen Ausnutzung der Natur. Und wir können uns nicht damit rausreden, dass wir sagen, ich habe schon eine Herzinsuffizienz, lass mich mit dem Nierenleiden in Frieden. Wir sind gewohnt, als Nomaden herumzuziehen, auszubeuten, was immer wir vorfinden. Und es hat uns erfolgreich werden lassen, dann weiterzuziehen und nicht nachhaltig nur das zu nehmen, was wir in einem engen Areal vorfinden. Wenn das ausgeplündert war, sind wir weitergezogen. Und diese Wandermentalität, die haben wir ja heute noch, die hat uns letztendlich erfolgreich werden lassen und wird uns jetzt auf einem endlichen Planeten, dessen Grenzen wir längst erreicht haben, da wird sie uns möglicherweise das Genick brechen. Und im Grunde machen wir nichts anderes, als wenn Sie einem Kleinkind erlauben, in ihren Dateien auf dem Rechner mal beliebig alles zu löschen. Das ist dann irgendwann nur mal ein Urlaubsfoto. Das ist nicht so schlimm. Aber irgendwann kommt natürlich bei diesem willkürlichen Löschen auch mal eine Systemdatei ran. Und das ist der Zusammenhang, den wir bei den Arten auch haben. Ich höre ja hier gerade Kraniche. Kraniche? Kraniche, das sind Kraniche. Die, was eine gute Nachricht ist, denen geht es erstmal gut. Es ändert aber nichts daran, dass wir global wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 1 Million Tierarten verlieren. Aber glauben Sie wirklich daran, dass der Mensch das Steuer noch rumreißen kann? Was sollten wir denn jetzt wirklich tun? Was ist ganz dringend nötig? Wir werden sehr viel mehr umweltschonender und ressourcenschonender und nachhaltiger leben müssen. Und ich glaube, das haben viele von uns inzwischen verstanden, dass das notwendig ist. Und Sie fordern, ähnlich wie auch einige Biologen, Kollegen von Ihnen, dass 50% der Erde unter Naturschutz gesetzt werden sollten. Ich glaube, dass da tatsächlich ein ganz wichtiges Ziel dahinter steckt. Wir werden die Fläche der Schutzgebiete für die Natur im nächsten Jahrzehnt versuchen müssen zu verdoppeln. Wir haben jetzt 15% im Durchschnitt der Erdoberfläche geschützt. Und wir werden versuchen müssen, bis zum Jahre 2030, wir haben 10 Jahre Zeit, das zu verdoppeln und 30% der Erdoberfläche zu schützen. Wenn uns das gelingt, und es muss uns gelingen, dann können wir auch einen Großteil dieser Biodiversität erhalten. Wenn ich jetzt allerdings da hinten wieder den Zug lang rattern höre, ja, man muss es ja mal sagen, auch dieses schöne Naturschutzgebiet ist in Gefahr, weil die Trassen da hinten erweitert werden sollen. Wenn wir das hier schon nicht hinkriegen, auf lokaler Ebene, wie soll das denn dann global funktionieren? Das müssen wir tatsächlich einsehen, dass wir das natürlich hier, dass wir hier auch eine Vorbildfunktion haben, dass wir die Restnatur in Europa genauso schützen müssen, wie wir fordern, dass die Regenwälder erhalten bleiben und dass wir die Korallenriffe in den tropischen Meeren schützen. Und wir fangen natürlich, wie bei jeder großen Reise, mit dem ersten kleinen Schritt, fangen wir natürlich vor der Haustür an. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Flächen hier erhalten und dass wir nicht kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen auch noch die letzten Restlebensräume, solche Schutzgebiete, opfern.